Gut, ja, herzlich willkommen zum Panel 3, wem gehört das Netz, zum Thema vor allem zur Infrastruktur. Ich möchte die Referenten, man weiß es ja nicht, unterstrich I, gerne vorstellen. Ganz zu meiner Linken sitzt Rainer Fischbach, er ist Informatikberater an Systemen, die produktdefinierende Prozesse abbilden, Product Lifecycle Management, und publiziert vor allem zu Fragen des Zusammenhangs von Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Direkt zu meiner Linken sitzt Jan Mönickes, er ist Partner einer Rechtsanwaltskanzlei in Berlin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen des Internet-, Medien- und Telekommunikationsrechts. Von euch aus links oder von Ihnen links aus gesehen sitzt Stefan Urbach. Er ist Netzaktivist aus Berlin und arbeitet im internationalen Cluster Telecomics, die vor allem damit befasst sind, Netzinfrastruktur während des arabischen Frühlings aufzubauen und derzeit aktuell in Syrien vor allem engagiert ist. Und darüber hinaus ist er auch im Vorstand von 12 Miles Ahead. Und er beschäftigt sich vor allem mit freier Netzinfrastruktur und freier Kommunikation. Mein Name ist Katharina Weise, ich bin Referentin für kommunalpolitische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, befasse mich in dem Rahmen ebenfalls mit den netzpolitischen Aspekten, vor allem zu Fragen von Infrastruktur, und bin darüber hinaus auch in meiner Freizeit netzpolitisch aktiv und vor allem in der Partei Die Linke. Wir wollen nur zwei kleine Fragerunden hier oben machen und dann würde ich eigentlich auch ganz gerne die Diskussion relativ schnell freigeben, weil sich heute Morgen bei den Keynotes von Constanze und von Robert Miesig bereits abzeichnete, dass es in Bezug auf dieses Thema durchaus Diskussionsbedarf gibt und die Facetten des Themas Infrastruktur, Zugänge zum Internet ja durchaus auch weit sind. Und insofern würde ich dann auch die Referenten bitten, sich relativ kurz zu halten, ansonsten kritische ich auch relativ schnell rein. Beginnen wir mit Rainer. Alle Referentinnen wurden auch gebeten, zuvor Thesen abzugeben. Du darfst das dann gleich mündlich machen. Rainer hat ein sehr umfangreiches Thesenpapier abgeliefert mit 7 Thesen, die auch unter anderem auf dem Blog dieser Konferenz zu finden sind, was natürlich erreichbar ist über das tolle WLAN, und das Passwort verrate ich jetzt nicht, denn es steht dort hinten. In deiner These 2 deines Papiers beschreibst du Folgendes: Eine Antwort auf die Frage, wem gehört das Netz, muss den unterschiedlichen Ebenen gerecht werden, in die sich dieses gliedert. Hier der Vorschlag zu unterscheiden wäre zwischen der Ebene der physischen Infrastruktur, also Hardware, und der symbolischen Ordnung, Netzprotokolle und Software, die deren Betrieb dienen. Zweitens der Ebene der symbolischen Orte, deren Attraktivität in ihrer Funktion als Treffpunkt, also Facebook, eBay etc. oder im Angebot bestimmter Dienste bzw. bestimmten Inhalts besteht, Google, YouTube und da auch wieder etc. Und drittens der Ebene des Inhalts, also der Texte, Bilder, Töne etc., die auch vor und außerhalb des Netzes existierten bzw. existieren. Ganz banale Frage, wem gehört denn jetzt das Netz bzw. wem sollte es denn gehören? Frage. Es ist natürlich zunächst mal ganz klar, das Netz gehört also von der Infrastruktur her nicht den Telekom-Konzern. Nicht? Wir hatten ja eine Privatisierung erlebt in den 1990er Jahren, also von daher klar zu beantworten. Interessanterweise ist aber so, dass sozusagen den Löwenanteil sozusagen an den Gewinnen, die daraus zu ziehen sind, eigentlich nicht heute bei denen landet, denen das Netz physisch gehört, sondern eher denen die symbolischen Orte gehört. Und das erregt natürlich auch Begehrlichkeiten, nicht? Und ich glaube, und ich habe diese Unterscheidung auch deshalb getroffen, weil sie funktional ist, um zu verstehen, was da passiert, nicht? Also wir haben sozusagen die Telekom-Konzerne, denen das Netz sozusagen physisch geht, die über die Protokolle wachen, die dort betrieben werden. Und wir haben eben die Googles, Facebooks und so weiter, die
insbesondere in der Bewertung durch die Kapitalmärkte ja sozusagen die viel interessanteren Kandidaten sind. Ja. Und die Telekom-Konzerne sagen natürlich, ja, das sehen wir völlig anders. Das heißt, wir wollen einfach viel mehr haben von dem, was dabei rumkommt, insbesondere auch Prospektive rumkommt. Ja. Und das ist eigentlich der Konflikt, der auch hinter der Debatte um die Netzneutralität steht. Ja. Die Telekom-Konzerne sehen sozusagen in ihre Hoheit über den Körper des Netzes und über diese Technik einen Hebel, um sozusagen von diesen Revenueflüssen mehr in ihre Kassen umzulenken. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das muss man sehen auf dem Hintergrund der jüngeren Geschichte. Das ist heute in der Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen. Es ist ja nicht so, es sieht oder wird immer so wahrgenommen, auch in der Linken, ja, da ist der Markt und dann kommt die Regulation. Der Markt, den wir haben heute in diesem Feld, ist das Ergebnis von Regulation. Wir haben keinen naturwüchsenden Markt, sondern dieser Markt ist ein politisch gewollter und geschaffener Markt. Ja, an sich ist ganz klar, von den technischen Voraussetzungen her sind die Netze ein natürliches Monopol. Sie sind es heute mehr als jemals zuvor. Das heißt, ein einzelner Betreiber kann das viel effizienter machen als viele miteinander Konkurrierende. Das ist gar keine Frage. Dieser Markt ist politisch gewollt. Allerdings hat diese Form der politischen Regulation, die wir seit den 1990er Jahren haben, eines nicht geschafft. Sie vermochte nicht für die Modernisierung des Netzes zu sorgen. Ja, das heißt, das Ganze hat funktioniert auf der Basis von technischen Fortschritten, also technische Rationalisierung, die den Netzbetrieb mit viel weniger Aufwand heute ermöglicht als vor 30 Jahren. Ja, sie hat funktioniert auf der Basis von Lohndrückerei, muss man auch ganz klar sagen, nicht die Löhne der Beschäftigten in der Telekommunikationsindustrie sind massiv gedrückt worden. Das funktioniert auf der Basis auch von Qualitätsverschlechterung. Die Qualität zum Beispiel des Telefondienstes heute ist im Vergleich zu der, die wir vor 20, 30 Jahren hatten, einfach ein Witz. Ja? Weil, ich meine, wie oft passiert es, dass man tatsächlich nicht telefonieren kann, nicht? Und sie hat funktioniert auf der Basis eines vorhandenen Zugangsnetzes. Das teuerste am Netz ist das Zugangsnetz. Also das ist sozusagen der Draht, der in jedes Haus führt. Und das Ganze hat funktioniert, solange man das alles noch machen konnte auf der Basis des alten Zugangsnetzes, was schon da war, was in der Zeit sozusagen der fordistischen Regulationsform geschaffen worden ist. Dieses Netz ist heute technisch obsolet. Ja, wenn also eine zukunftsfähige Netzinfrastruktur braucht, eine völlige Erneuerung auf der Basis von Lichtleitern aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja? Und offenkundig funktioniert das nicht. Das heißt, die Kapitalmärkte geben das einfach nicht her. Also langfristige Investitionen in eine breit ausgerollte Infrastruktur, gut, das geht immer in Verdichtungsräumen. Da ist es kostengünstig zu machen. Das geht nicht auf dem flachen Land. Da kommt einfach nicht genügend Rum dabei. Und deshalb passiert es auch nicht. Wir haben in Deutschland bilden wir das Schlusslicht im OECD-Raum in den Infrastruktur, in den Investitionen in Infrastruktur. Ja? Und zweiter Aspekt, was hier heute auch, also die Rede von Rekommunalisierung. Rekommunalisierung ist natürlich falsch. Es war niemals kommunal, das war nationale Monopole. Und ich würde auch sagen, dass solche Dinge wie kommunale Netze, Bürgernetze, und das ist nett, das ist so ähnlich wie Tauschringe und Geldsurrogate. Ja, das sind Hilfsmittel in einer Notsituation, da kann man drüber diskutieren, aber eigentlich angemessen für eine moderne Zivilisation ist natürlich ein breitflächig ausgerolltes Netz unter einem einheitlichen Hoheit des Betriebs. Es gibt hier einfach auch sowas wie Economies of Scale and Scope, ja, und man kann heute ein Netz sozusagen von irgendeinem Kontrollpunkt aus steuern, ja, mit ganz wenig Leuten. Also der Netzbetrieb lässt sich mit der heutigen Technik unerhört effizient machen und so ein kleines kommunales Netz ist unter diesem Gesichtspunkt halt einfach ineffizient, zumal man nicht davon ausgehen kann, dass sich immer Leute finden, die das nun wirklich betreiben wollen. So nett diese Idee ist, also wir nehmen die Technik in die Hand, aber letzten Endes hat man sie doch nicht in der Hand, man ist ja nur ein Teil eines großen Netzes, nicht? Also das Witz am Netz ist ja, dass alle drin sind, nicht? Dadurch bekommt man erst die Externalitäten, die hier dann auch wirklich zu ernten sind, ja. Du hast jetzt gerade schon mehrmals gezuckt und reagiert und den Kopf geschüttelt. Teilst du das?
Also wer jetzt von mir erwartet, dass ich das sage, dass das nicht stimmt, der versteht nicht, wie das Netz funktioniert. Nein, nein, das ist schon völlig richtig. Also ich würde das anders begründen, ich würde das anders erzählen, meine Ausdrücke wären ein andere, aber im Kern ist es schon völlig korrekt. Wir müssen nur einen Schritt zurück machen, der wäre mir ganz wichtig, worüber wir heute reden wollen. Also wir können über alles reden, aber was ist mit Netz gemeint? Das muss man ganz sauber für sich selber trennen. Das hängt natürlich alles mit allem zusammen und wie du richtig gesagt hast, es gibt da aber verschiedene Ebenen und diese verschiedenen Ebenen sind zurzeit eben auch getrennte Märkte, die zum Teil auch anders funktionieren. Die Logik einer Infrastrukturökonomie ist eine andere als einer Dienstleistungsökonomie. Das heißt nicht, dass man da nicht politisch was ändern könnte. Also ich bin kein Marktdeterminist, um Gottes Willen. Aber man muss sich nur einfach klar machen, dass man nicht immer quasi das eine in der einen Ebene wollen kann und dazu ein Instrument hat und dann sagt, und das funktioniert auch in einer ganz anderen Ebene genauso. Wir müssen uns klar machen, dass in dieser, wenn wir über die Infrastrukturebene reden, also über das, was, ob es nun Lichtleiter ist oder ein elektrisches Kabel, wir über eine Technik reden, die relativ alt ist, seit 150 Jahren oder so, seit dem Ollen Bell, legt man Leitungen und hat das am Anfang natürlich staatlich gemacht, beziehungsweise in mehr oder weniger staatlichen Unternehmen, das waren die Telegrafenleitungen. Deswegen, wenn man sich die Netztopologie anguckt, die Netzinfrastruktur in Deutschland, stellt man fest, dass es einen historischen Grund gibt, warum in Hamburg und warum in Frankfurt und in Bonn die wesentlichen großen Knotenpunkte sind, weil da waren ursprünglich mal die Telegrafenleitungen und dann hat sich das entsprechend nachher ausgebaut. Das ist also historisch bedingt. Genauso historisch bedingt ist, dass die Deutsche Telekom als damals als Sondervermögen, also als Deutsche Post damals noch, ausgerollt hat in Deutschland in Erfüllung des staatlichen Infrastrukturauftrages ein flächendeckendes Telefonnetz. Dieses flächendeckende Telefonnetz, das heute immer noch, glaube ich, 90% oder so der Bevölkerung anschließt, konnte durch entsprechende technische Entwicklungen natürlich inzwischen auch über DSL und andere Technologien dazu verwendet werden, die Leute ins Internet zu bringen. Aber dieses Netz hat sich im Kern bis heute nicht geändert. Ob es das tatsächlich muss, ist eine andere Frage. Weil diese DSL-Technologie ist heute ja noch eine, die zum Teil ja immer noch nicht komplett ausgerollt ist. Also selbst da gibt es ja immer noch genügend weiße Flecken. Die Frage ist halt, wenn da die Investition schon nicht klappt, also wenn da schon mal in der Vergangenheit keine Kohle da war, wo die Kohle jetzt auf einmal herkommen soll, da jetzt noch Glasfaser daneben zu legen. Aber auch das kann man lösen, wenn das politisch gewollt ist. Das ist völlig klar. Wie du richtig sagst, ökonomisch, also aus sich selbst heraus, marktmäßig aus sich selbst heraus, wird das in den Bereichen, wo man damit kein Geld verdienen kann, nicht funktionieren. Das bestreitet auch ernsthaft, glaube ich, keiner. Sondern da ist die Frage, wo das Geld herkommen soll und wer das investiert. Das kann der Staat sein, das kann aber auch jemand Privates sein oder was auch immer. Aber ohne Geld geht das nicht. Also die Idee, dass ohne diese Infrastruktur man breitbandiges Internet auf der Hallig hinbekäme, ist meines Erachtens Unsinn. Es gibt immer wieder Leute, die erzählen einem, ja, man bräuchte das erdgebundene Kabel nicht und so, wir machen das alles irgendwie über Satellit und über Funk und so. Das mag zum Teil funktionieren, das kann sein, aber die Techniken oder die Anläufe der letzten Jahre haben alle nicht funktioniert. Weil am Ende des Tages ist es halt eben so, dass auch auf der Hallig ich vielleicht noch die letzten paar Meter bis zu den einzelnen redgedeckten Häusern ich überwinden kann über Funk, aber die Antenne selber ist in der Regel nicht über Funk zu versorgen, sondern die wird über eine Glasfaserleitung versorgt, die zu dieser Hallig dann halt eben zu dieser Antenne gehen muss. Und wenn ich die dort habe, dann ist das Anschließen auf den letzten paar Metern der redgedeckten Häuser sogar eventuell ökonomisch darstellbar. Das Problem ist, dass heute das Verlegen dieses einen Kabels bis dorthin jedenfalls in privater Hand nicht funktioniert. Jetzt hat der Gesetzgeber eins gemacht. Der hat sich 1995 ungefähr hat er sich dafür entschieden, diesen Bereich, der historisch gewachsen war, zu privatisieren. Der hat in den Artikel 87f, einer der am wenigsten gekannten Grundgesetzartikel eingeführt und in dem Artikel 87f steht halt eben drin, dass das Erbringen von Leistungen der Telekommunikation privat passiert und dass das Sondervermögen, dass also das historische Netz in das Sondervermögen der Deutschen Bundespost, also sprich zur Deutschen Telekom, übertragen wird. Es gab damals bereits schon eine Debatte, an der habe ich teilgenommen, ich war damals bei Jörg Taus beschäftigt in der Bundestagsfraktion
Und es gab damals schon einen Riesenstreit darüber, ob dieses Konzept, nämlich die Entstaatlichung des Zugangs des Teilnehmeranschlussnetzes, und auch jetzt müssen wir schon leider wieder differenzieren, also des Teilnehmeranschlussnetzes, also des Netzes, mit dem die meisten Leute telefonieren, ob das der richtige Weg ist. Man hat sich nachher darauf geeinigt, dass man gesagt hat, okay, in Ordnung, wir gehen das mit, das ist ein Konzept, das können wir machen. Wir wollen dann aber eine Regulierung haben mit Instrumenten, wie zum Beispiel dem Universaldienst, die es dann aber dem Betreiber auferlegen, bestimmte Dinge, die wir politisch wollen, auch erfüllen zu müssen. Dahinter steckte nie die Idee, dass das kostenlos passiert, das kostet auch Geld, sodass meines Erachtens die politische Debatte, ob das jetzt alles verstaatlicht wird, wieder reverstaatlicht wird oder nicht, das weiß ich nicht, wenn das jemand fordert. Ich habe gehört, Constanze, du hättest das gefordert, das hat man mir erzählt, wenn nicht, dann ist auch gut. Okay, das hat man mir gerade erzählt, schön. Also das heißt, die Frage, ob das alles staatlich sein muss oder nicht, ändert nichts an der Frage, wer bezahlt es wie und wo möchte man am Ende hin. Und in dem Kontext, glaube ich, muss man dann auch nachher fragen, wem das Netz gehört, weil völlig klar, wer das bezahlt, dem gehört es auch. Und wenn es jeder Bürger über Steuermittel bezahlt oder so, dann gehört es ihm natürlich auch, völlig klar. So, du hast jetzt noch die Gelegenheit, deine Thesen zu präsentieren. Ja, ich habe vergessen, meine Thesen einzureichen. Also, ich hatte keine Zeit dafür. Ich vertrete die These, dass wir eine Mischung aus staatlichen und privaten Netzen brauchen. Das rein privatwirtschaftliche Netz funktioniert so nicht mehr. Wir haben keine Abdeckung von 100%. Wir haben viele Menschen, die gerne Netze abdecken möchten, aber aufgrund von Regulationsvorschriften gar nicht die Kabel legen dürften. Also es ist unglaublich schwer, ein Kabel zu verbuddeln und das irgendwo lang zu legen. Ich habe im letzten Dreivierteljahr im arabischen Frühling gelernt, wie Leute Netze bauen. Das ist nicht wirklich teuer und sie funktionieren. Und ich bin der Meinung, dass wir in diesem Land hier einfach die Voraussetzungen schaffen müssen, politisch, dass jeder Bürger sich das Netz teilweise mitbauen kann, weil nur zusammen werden wir es zu einem großen, starken Netz ausbauen können, das auch zensurfrei funktioniert und das auch neutral funktioniert. Das ist meine These dazu. Okay, das ging jetzt fix. Wir hatten ja speziell auch nochmal, oder beziehungsweise am Morgen gab es ja auch nochmal die Diskussion Freifunk, nicht versus Breitbandversorgung, aber teilweise kommt es an vielen Stellen so durch. Also du kommst ja auch eher aus der Freifunkecke, soweit ich das interpretiert habe, stimmt das? Also Ich konnte es nur so ungefähr ablesen aus anderen Papieren. Ich wohne mit einem Freifunkaktivisten zusammen. Ja, also ich kenne die Technologie. Die kann nur ein weiteres Puzzleteil sein. Das ist nicht die endgültige Lösung. Das ist schön, Freifunk, ich mag das. Aber es kann nur ein Teil des Netzes sein und niemals allein stehen. Dafür ist es zu anfällig und noch nicht stabil genug. Da müssen wir noch ein paar Jahre forschen und Geld reinstecken. Und zwar auch privates Geld. Das machen wir gerade, indem Leute das freiwillig entwickeln nebenher in ihrer Freizeit. Das ist nämlich auch ein Geldwert, den man gar nicht mehr bemessen kann heutzutage. Und wie gesagt, nur ein Teil des Netzes. Ich will auch einfach ein Kabel verbuddeln dürfen. Das heißt, die Vision wäre dann möglicherweise eine umfassende Versorgung, Breitbandversorgung für alle in der gesamten Welt, in Deutschland, wo auch immer? Genau, fangen wir mal in einem Land an, dann können wir uns über die Welt unterhalten. Wir trennen immer noch zu stark die verschiedenen Sorten der Infrastruktur, kabelgebunden, funkgebunden, satellitengestützt. Und wir müssen dazu einer Einheit kommen, dass wir dieses alles zusammen vermehrt verwenden und auch verwenden können und dürfen, ohne größere regulatorische Hürden. Wir haben momentan viel zu hohe Hürden, um solche Dinge tun zu können. Okay. Du reagierst schon drauf. Ja, ich verstehe ja, was gewollt ist, aber dann muss man auch sagen, was das denn konkret bedeuten soll. Also wenn man mal in Hongkong war, dann kann man sehen, wie ein solches Konzept, wenn Leute sich also selber helfen, sich entsprechend zu versorgen, nachher in der Praxis aussieht. Das sind Menschen, die stehen oben auf den Hochhäusern und werfen sich gegenseitig von Hochhaus zu Hochhaus Kabel zu.
Das sieht nicht nur nicht schön aus, sondern das Problem ist auch, dass das in der Regel nicht funktioniert. Die Sachen sind nicht stabil. Und wir haben halt keine Topografie, wo man das oberirdisch überhaupt machen könnte. Bei uns bedeutet, Kabel irgendwo hinzulegen, wo immer man das möchte, bedeutet, dass man durch fremdes Grund und Eigentum geht. Und ich empfehle einmal, einfach nur zu sehen, was es für einen Aufwand bereitet für Firmen, die das machen. Das sind ja nicht Telekommunikationsfirmen, das ist ja ein Unsinn. Ja, die vergeben das ja an private Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, was für ein Monsteraufwand ist, ordentlich Kabel zu verlegen. Da gibt es dieses Lift-and-Shift-Problem, also wenn hier zum Beispiel, keine Ahnung, hier wird was gebaut, da wird die Straße aufgerissen, da muss die Firma wissen, dass da ein Kabel liegt. Und da muss derjenige, dem das Kabel gehört, zu Recht dafür sorgen, dass dieses Kabel dann wegkommt. Weil es kann ja nicht sein, dass man nicht bauen kann mehr oder was verändern kann, weil da jemand ein fremdes Kabel drin hat und da hinten wird ein Krankenhaus oder so versorgt. Allein das ist, also wirklich, es gibt kaum einen Bereich, der so unterschätzt wird in den Kosten, in den realen Kosten, wie Telekommunikationsinfrastruktur. Ich weiß nicht, ob ihr die Rechnungen kennt, was ungefähr ein Kilometer Stromleitung kostet, oberirdisch. Da sagt man ungefähr, also Hochspannung, da sagt man ungefähr 1 Million pro Kilometer. In der Telekommunikation sagt man, das ist jetzt auch egal, ob Kupfer oder Glasfaser, sagt man so zwischen 100 und 300.000 Euro pro Kilometer. Kostet ein Kabel, weil man eben nicht einfach nur die Erde auf und dann rein und dann ist gut. Das heißt, solche Konzepte, die können alles funktionieren, im städtischen Bereich sowieso. Wir reden hier aber über echte Kosten. Der Staat hatte damals zum Teil, was die Themen der Modernisierung der Telekommunikation betrifft, schlicht keinen Bock und keine Kohle, entsprechend Geld zu investieren. Und deswegen hat man das Zeug quasi verkauft und hat Firmen aus dem Ausland insbesondere eingeladen, hier Geld zu investieren. Und nachdem die Telekom am Anfang in die ersten Jahre immer erzählt hat, sie seien doch eigentlich diejenigen, die die ganzen Investitionen machten, mussten sie nach 2-3 Jahren sehr kleinlaut zugeben, dass eigentlich fast nur noch privat investiert wird, nämlich im Bereich so zwischen 10 und 100 Milliarden Euro. Zum Teil jedes Jahr wurden da von den privaten Firmen in Telekommunikationsinfrastruktur investiert. Das ist alles echt sauteuer. Die Margen in dem Bereich sind echt klein. Das Ganze ist ein total langweiliges Business. Das ist so. Telekommunikation ist ein langweiliges Business. Ich mache viel Vorträge und so, auch so bei so Nachwuchssachen und versuche Leute dafür zu begeistern, sich bei Telekommunikationsunternehmen zu bewerben. Die gehen noch nicht mal in diese Workshops. Das liegt nicht an mir als Referent, ernsthaft nicht. Weil wenn ich dasselbe draufschreibe, hier Internet, Schilala, Social Media, da sitzen die alle. Ja, und die kriegen alle schon gar nicht mehr mit, dass unter diesem Internet, unter diesem Social Media eine ganz erheblich wichtige Schicht liegt, die ich auch nicht wegdenken kann, nämlich eine ganz langweilige Infrastruktur. Meine These deswegen in dem Kontext ja auch in der Diskussion zur Netzneutralität ist so, dass mein Punkt ist, dass das vergessen wird. Wir tun so, als ob es bezogen auf das Internet, als ob es erstens ein einheitliches Internet gäbe, erstens, und zweitens darunter liegend ein gleichgeordnetes Internets. Ja? Und beides stimmt nicht. Das fühlt sich vielleicht so an vom Look and Feel, ja? Weil der Browser alles gleich macht und das IP-Protokoll die Unterschiede zwischen den Netzen überwindet. Aber es ist einfach nicht so. Noch ein zweites. Wir reden über ein globales Internet, also wir wollen das Netz ja nicht nur für Telefonie, sondern wir wollen damit ja auch Internet machen und schilala. Selbst wenn wir das in Deutschland alles wieder rekommunalisieren würden oder staatlich machen oder keine Ahnung, muss man sich darüber bewusst sein, dass dieses Netz international strukturiert ist. Für den internationalen Datenverkehr sind die sogenannten Tier 1 Provider die entscheidenden Firmen. Es gibt keinen deutschen, es gibt glaube ich nur noch einen europäischen Tier 1 Provider. Das heißt, die Idee, wir könnten also Vorstellungen, wie das Netz funktionieren soll oder so, quasi nicht nur lokal, sondern auch international irgendwie durchsetzen, sind unrealistisch. Man kann sich überlegen, was man ändert oder so, aber so die Idee, das macht jetzt alles wieder die Telekom und dann können wir das alles bestimmen und wir stimmen dann im Bundestag darüber ab, wie die Leistung sein soll oder so, das entspricht einfach nicht den Gegebenheiten. Die kann man natürlich irgendwie ändern, aber jedenfalls nicht so einfach und durch Beschluss. Okay, die Diskussion wird zum Selbstläufer. Das ist eine schöne Beschreibung des Status Quo. Und da müssen wir ja ran, das ist es ja. Oh, ich habe schon wieder das gesagt. Das Wie
habe ich vorhin schon angedeutet, wir müssen erstmal Voraussetzungen schaffen, dass ich zum Beispiel mich mit Leuten zusammentue und ein Kabel verlegen kann. Hast du schon mal versucht, ein Kabel, einen Antrag zu bekommen? Also ich habe das auch schon mehrfach versucht mit Leuten zusammen. Ja. Das war nahezu nicht möglich gewesen, weil wir keine Firma waren, die irgendwelche Dinge garantieren konnten. Ja, das passt. In der Tat, ja klar. Ja. Ja, du bohrst jemand anderem den Kanal an, sorry. Da musst du vorher eine Versicherung nachweisen, bevor du auf einem fremden Grundstück buddeln darfst. Ist das so schlimm? Also ja, ist das so völlig aus der Welt? Also wenn das mein Grundstück wäre, wäre das nicht aus der Welt, sorry. Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, der so in der netzlibertären Diskussion immer ein bisschen unter den Tisch fällt. Wir leben in einer technischen Zivilisation, die basiert auf einer Unmenge von sehr komplexen technischen Systemen, die hier überall um uns rum sind, die man nur meistens nicht sieht, ja? Die man aber berücksichtigen muss, wenn man da irgendwas verändern will. Das verlangt Planung. Nicht? Und Planung, da muss man erstmal sich die Infos holen, dann muss man auch natürlich Rechte einholen, die Wegerechtproblematik nicht, ist hier schon angesprochen worden. Also das ist nicht so einfach. Also von daher bin ich auch nicht der Meinung, dass wir das alles regeln können, indem wir jetzt einfach hier anfangen, überall so Strippen zu ziehen, nicht so ein Netz von unten oder so. Wie gesagt, sowas sind Notlösungen, darüber kann man im Einzelfall mal diskutieren, aber ich glaube einfach, sie sind in ihrer Gänze sozusagen einer fortgeschrittenen technischen Zivilisation unwürdig. Wir müssen das anders machen. Das ist natürlich ein hartes Brot. Ja? Da hat mein Nachbar hier völlig recht. Ja? Und natürlich ist dieses Netzgeschäft ist heute natürlich in hohem Maße internationalisiert. Das ist auch richtig. Allerdings glaube ich, dass man natürlich mit einigen politischen Willen, und da muss man natürlich auch Geld ausgeben, durchaus auf europäischer Ebene, das wäre die richtige Ebene dafür, was machen kann. Nicht natürlich auch sozusagen diese Frage, eben wem gehört das Netz, doch entscheidend zu verändern. Aber das ist ein hartes Brot, das geht nicht von heute auf morgen. Und also ich bin der Allerletzte, der sagt, wir kriegen das hin, indem wir da irgendwo ein bisschen Strippen ziehen oder ein bisschen Funknetz machen. Insbesondere, weil man natürlich hier, im Netz muss man einfach sozusagen ausgewogenes Verhältnis zwischen Zugangsnetz und Backbone nicht, und Verteilnetz haben. Ja, wenn das nicht passt, also das funktioniert, man kann sozusagen, indem man ganz viele Netze, also die sozusagen den Charakter von Zugangsnetzen haben, ja, aneinander reiht, bekommt man kein funktionierendes globales Netz und man braucht ein Backbone. Ja. Das geht irgendwo, ist da eine Grenze erreicht, wo das nicht mehr, also diese schöne Idee, wir machen lauter Funknetze und hängen die aneinander, das funktioniert nicht. Da braucht man vernünftige Technik im Backbone dazu. Ja. Ist alles nicht so easy zu regeln. Ja. Also es geht. Ich bin kein, nur weil ich den Status quo beschreibe, kein Determinist und sage, das ist so und das ist richtig so. Nur wir müssen uns dann unterhalten über die Instrumente, also über das Ziel, was ist das Ziel, was wir erreichen wollen, und die zweiten, welche möglichen Instrumente gibt es. Ich bin dann, da bin ich so gestrickt, einer, der sagt, wenn man das durch Markt und privat erreichen kann, dann würde ich das immer vorziehen als durch staatliche Verordnung. Aber ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, wenn der Staat oder wenn das irgendwie staatlich finanziert ist, dass man das nicht tun dürfte. Das Problem ist natürlich nur, dass was ich nicht machen darf, ist zu leugnen, zumindest die technische Realität. Ich muss ja noch nicht mal die gesellschaftliche leugnen, das ist ja okay. Aber die technische Realität auszublenden, zu sagen, die interessiert mich jetzt nicht, führt halt dazu, dass ich nachher kein funktionierendes Ergebnis kriege und nur Frustration. Also das bringt dann auch nichts. Also ich glaube, ich bin der Letzte, der die technische Realität leugnet. Ich mache seit einem Dreivierteljahr nichts anderes, als mich damit beschäftigen. Ich habe ja von Anfang an... Ja, ich weiß, dass es eine Frage der Ebene ist. Ich habe ja auch eben vorhin gesagt, dass wir Wege finden müssen, dass wir sowohl staatliche als auch private, also privat im Sinne von Firmen, als auch private Netze im Sinne von Nutzern zusammenbringen können. Und ich glaube auch, dass wir nur zusammen mit diesen drei Rollen ordentliche Netzversorgung in Deutschland hinbekommen, wenn nicht sogar in Europa. Ja, es kostet alles Geld. Wir müssen aber auch bereit sein, einfach mal Geld auszugeben, damit wir uns diesen Segen Internet flächendeckend leisten können. Es sagt niemand, dass es umsonst sein soll. Das wird uns gerne immer vorgeworfen, es soll immer alles umsonst sein, dass wir das so wollen. Das ist ja gar nicht richtig. Wir wollen es ja nicht umsonst haben. Natürlich kostet das alles Geld und muss gewartet werden. Es braucht Leute, die die Technik machen und verstehen und sie betreiben.
Das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem, das wir auch haben, ist, dass wir momentan Regularien besitzen, sowohl in Deutschland als auch in Europa, dass es gar nicht mal so ohne weiteres machbar ist, sich als Verein hinzustellen, sagen, wir machen jetzt hier in diesem Ort das Netz. Das ist nicht drin so ohne weiteres. Da kommt direkt TP an und verbietet es erstmal. Entschuldigung, Bundesnetzagentur, ja. Für mich bleibt das direkt TP. Und das sind aber teilweise Hürden, die, dann darf man das als Modellversuch machen. Das ist dann immer recht nett. Aber ein Regelbetrieb ist da immer noch nicht denkbar, wirklich. Es gibt keine Zulassungsverfahren oder so mehr in dem Bereich. Du hast ein Anmeldeverfahren, das ist so. Das war, was du beschreibst, war früher so. Da musste man fragen, liebe Telekom, kriege ich eine Lizenz, liebe Bundesnetzwerk, kriege ich eine Lizenz und so weiter. Das gibt es ja nicht mehr. So, es gibt ja keine Lizenzen mehr. Nein, es gibt die wirklich nicht mehr. Ja, für Funknetze, okay. Er redet jetzt davon, kommunal zu legen ein Kabel. Und das kommunal zu legen ein Kabel kann ich machen. Das kann ich privat betreiben. Ich kenne genügend Firmen, die das machen. Momentan ist da in dem Bereich, gerade im Osten, ganz viel passiert da auf kommunaler Ebene, wo auch Leute zum Teil mitbuddeln und so weiter. Also es stimmt nicht, dass es nicht geht. Das Problem ist nur, dass die Hürde, die große Hürde ist eine organisatorische, ist eine planerische und vor allen Dingen ist eine finanzielle. Das ist also diese ganzen kommunalen Sachen, die es da gibt, die stöhnen halt alle, wenn sie feststellen, wie scheiße teuer das ist. So, das tut mir leid. Jetzt kann man sagen, okay, wir nehmen staatliches Geld in der Hand und sagen, wir wollen das, aber dann müssen wir uns überlegen, was das bedeutet. Ich streite mich mit großer Begeisterung mit einem CDU-Staatssekretär in einem dafür Gott sei Dank nicht zuständigen Ministerium, der einen privaten Hof betreibt, weit ab von jeglicher sonstiger Zivilisation und da sehr stolz drauf ist. Und der argumentiert die ganze Zeit, ich möchte 50 MB aufwärts auf meinem Dorf, dort auf meinem Aussiedlerhof, der ist 4 Kilometer oder so weg von allem jeglicher sonstiger Zivilisation, aber ich möchte die. Und dann sage ich, ja gut, dann zahlen Sie die. Nein, ich möchte die nicht zahlen. Und dann sage ich, wieso möchten Sie, ja, Entschuldigung, also wie soll das gehen? Was wollen Sie denn zahlen? Ja, das, was alle zahlen. Sage ich, aber Ihren Hof anzuschließen mit Glasfaser, das kostet so einen Haufen Geld, müssen das alle anderen mitbezahlen? Ja. Und dann sage ich, ja, aber wieso sollen die das tun? Warum ist das dann richtig? Ist das korrekt oder nicht? So, und die Frage müssen wir uns dann halt stellen. Ja? Ich meine, der wohnt da draußen malerisch und schön. Ja, das ist dann halt kein Industriegebiet. Was? Ja, aber nein, das gab es auch nicht. Da gab es eine Grundversorgung. Und dann ist halt die Frage, wenn wir jetzt natürlich erklären, genau, wenn wir jetzt... So, wenn wir jetzt erklären, Glasfaser, 50 MB Grundversorgung, so wie komischerweise vielleicht auch wegen dieses Staatssekretärs die CDU das jetzt fordert, ist natürlich auch da die Frage, wer bezahlt das? Wenn das uns so wichtig ist als Gesellschaft, okay. Wenn uns das so wichtig ist als Nutzer und wir sagen, wir tun dann halt 100 Euro oder 150 jeder zahlen für einen normalen Anschluss, okay. Ja, aber die Firmen können es nicht zahlen. Wo sollen die denn, also das, wo soll es herkommen? Weil eine Refinanzierung darüber über Marktmechanismen wird nicht funktionieren. Ja, das ist natürlich richtig, aber deshalb muss man natürlich in der Gesellschaft darüber diskutieren, was sozusagen dieser Standard sein soll, was da inbegriffen sein soll und klar, irgendeine Form von Umverteilung wird es enthalten müssen. Das ist schon ganz klar. Nicht? Also das ist gar keine Frage. Ja, natürlich. Ja. Und gut, ich gehöre zu den Leuten, die hier die Latte sehr hoch legen würden. Und die andere Frage ist natürlich, wie mobilisiert man das Kapital dafür? Nicht? Das ist privatwirtschaftlich ganz offenkundig nicht zum Funktionieren zu kriegen. Ja. Also müssen wir ernstlich darüber nachdenken, wie man das Kapital mobilisiert. Ich meine, es gibt eine ganz, also ich würde es im weiteren Kontext sehen, der Gesamtfragenzusammenhang, sozusagen unsere westlichen Gesellschaften in die Lage zu versetzen, mit den Umweltherausforderungen der Zukunft fertig zu werden. Nicht? Das ist ja auch eine Frage Energieversorgung, ist die Frage von Siedlungsstrukturen, wobei man gerade bei den Siedlungsstrukturen natürlich auch darüber diskutieren muss, ob diese breitflächig ausgerollten Einfamilienhaussiedlungen, die auch aus anderen Gründen natürlich eine ökologische Katastrophe sind, ja, ob die sozusagen wirklich noch haltbar sind. Ja, also, weil sie auch zum Beispiel nicht vernünftig verkehrsmäßig erschließbar sind, ja, weil sie energietechnisch völlig ineffizient sind. Ja. In dem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach der Telekom-Erschließung. Nicht? Aber das sind Fragen, die muss man im Zusammenhang diskutieren, nicht? Und muss
zu Entscheidungen kommen. Aber meiner Meinung nach ist natürlich tatsächlich ein sehr extrem breitbandiges Internet auch eine gute Basis sozusagen dafür, die Gesellschaft ökologisch zukunftssicher zu machen. Weil zum Beispiel auch die Form von individueller IT, die wir heute haben, ist eigentlich eine gigantische Umweltsünde. Nicht? Also wir haben Geräte, die meiste Zeit eigentlich gar nichts Vernünftiges tun, die wir nach 2 Jahren wegschmeißen. Ja? Ich glaube nicht, dass das ein Modell ist, was wir noch lange in die Zukunft verlängern können. Und das sollten wir im Zusammenhang auch mit den Netzinfrastrukturen diskutieren. Okay, ich hätte jetzt eigentlich noch eine ketzerische Rückfrage an Jan Mönnekes, aber ich lasse sie jetzt erstmal, ich mache sie wahrscheinlich dann nach dem Panel, weil ich würde jetzt doch ganz gerne, du hast von dem, das war Staatssekretär, ne? Von einem Ministerium gesprochen, der nun unbedingt angeschlossen werden will. Jetzt leuchtet ja vielleicht irgendwie den meisten Leuten ein, dass man jetzt sagt, irgendwie ein Staatssekretär, der ja auch gutes Geld verdient und so weiter und so fort, der wird ja irgendwie dann auch noch die Knete haben, selber das Kabel legen zu lassen und so weiter und so fort. Ich frage mich dann, also dadurch, dass ich ja auch viel in der Kommunalpolitik unterwegs bin und durchaus ja auch ganz andere Gegenden sehe, wo nicht unbedingt der Staatssekretär seinen Bauernhof irgendwo in der Pampa hat, sondern eben natürlich es Familien gibt, die mittlerweile de facto abgehängt sind von Internet, von Computern, also einerseits, weil sie sich möglicherweise einen Laptop nicht leisten können, andererseits, weil sie noch nicht mehr den Zugang haben, gleichzeitig eine Zentralisierung kommunaler Dienstleistungen stattfindet, also sie de facto lange Anfahrtswege haben und da natürlich dann möglicherweise das Internet ja auch einen Zugang liefern könnte, zum Beispiel zu Behörden, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Wie sieht es denn dann an der Stelle aus? Führt denn nicht genau dieser Haltung oder das, was du gerade beschrieben hast, möglicherweise auch nicht zuletzt dann auch im Endeffekt zum Demokratiedefizit? Naja, umgekehrt. Vieles, was dort gemacht wird, zum Beispiel, dass die Banken uns verführen, möglichst alles am Automaten oder am Netz zu machen oder auch, dass es keinen mehr gibt, den man persönlich erreichen kann für ein Gespräch in dem Amt, ist ja auch eine Form von sozialer Spaltung. Deswegen, weil du natürlich die Leute, die eben kein Internet haben oder Computer nicht können oder auch das vielleicht auch nicht lernen wollen, damit ausschließt. Das heißt, die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass auch die noch Teilhabe haben. Also auch diejenigen, die nicht Internet nutzen können, wollen, was auch immer, dass auch die noch in diesem Staat leben können und alles bekommen. Das ist das eine. Also deswegen zieht das Argument nicht zu sagen, deswegen. So, das eine. Das zweite ist, nur mal als konkretes Beispiel, ich kann das immer leider nur sehr konkret machen, nämlich da, wo ich selber irgendwas damit zu tun hatte. Ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, die Versatel-Gruppe, die ursprünglich entstanden ist aus dem Zusammenschluss verschiedener Stadtnetzbetreiber, also so Stadtwerke und so weiter. Das wurde dann zusammengekauft. Und ich saß damals da in Stuttgart. Und in Stuttgart, das ist ja nun Ballungsraum hinreichend, groß genug, gab es trotzdem und gibt es bis heute Gegenden, die nicht Breitband-DSL versorgt sind, von niemandem. Obwohl die Stadt damals, als sie noch Eigentümer war, ganz klar gesagt hat, wir wollen die versorgen, bitte kriegt das hin. Wir haben es schlicht technisch nicht hinbekommen. Warum? Kessellage, Hochbirgen, 3 Kilometer Abstand bis HVT und so weiter. Wir haben es nicht hinbekommen. Es ist bis heute nicht möglich. Wir haben dasselbe Problem gehabt mit Glasfaserleitungen bis zur Uni Stuttgart. Da wurden dann Sonderlocken gedreht und so, dass es überhaupt funktioniert. Wir haben aber damals hinbekommen, Technik. Nein, die wurde ausgebaut. Wir reden wirklich von, Stadt hat gesagt, nicht Telekom-Infrastruktur, sondern wirklich selber eigenes Netz bauen, aufreißen, hinlegen. Wir haben aber zum Beispiel so Scheiße machen müssen, dass wir jeden Fahrkartenautomaten angeschlossen haben mit einer eigenen Glasfaserleitung. Völlig Irrsinn, für diese 8-Bit oder so, die da über diesen Fahrkartenautomaten laufen, extra eine Glasfaserleitung zu verlegen. Völlig Gaga, ja? Ich will nur sagen, das heißt, man muss immer gucken, Bedarf, wie kann man den erfüllen, mit welchem Mittel, zu welchen Kosten kann ich das stemmen? Und das ist nicht immer nur eine Frage des Willens, selbst wenn der Wille da ist, weil das eben kommunal und alle wollten das, gibt es hinreichend Fälle, das hat mit Bösartigkeit nichts zu tun, es lässt sich so bisher nicht realisieren. Jedenfalls nicht, dass es so exorbitante Kosten sind, weil du durchschießen musst durchs Granit oder was weiß ich, dass vernünftige Menschen dann noch sagen, dafür bin ich bereit, dass halt kein Kindergartenplatz ist oder so. Dass die Abwägung halt sagt, Internet schön und gut, aber das ist jetzt nicht Priorität für alles und Nummer eins und da nehmen wir die Mittel weg, die woanders dann vielleicht fehlen. Also
da habe ich mein wunderbares Gegenbeispiel dazu, dass man auch mit dem letzten Schrott noch gutes Netz hinbekommen kann. Es gibt gerade Menschen, die irgendwie in Nordafrika sitzen und aus Schrott Router bauen, die wunderbar 500 Bit pro Sekunde durchjagen. Das ist zwar nur ein Kopf auf den Stein, aber die unentlegensten Gegenden können momentan mit Netz versorgt werden. Da kriegen wir das doch hier sicherlich auch hin, denn wir haben durchaus nicht nur diesen Schrott da rumliegen. Naja gut, es ging ja jetzt auch nicht nur um die faktischen Gegebenheiten, sondern es ging ja auch eben um den Willen, wo soll das Geld herkommen und so weiter und so fort. So, ich würde jetzt gerne die Runde öffnen, denn es gab hier immer mal zwischendurch schon so Tumulte. Machst du? Super. Naja, so dort hinten schon die erste Frage. Also Jan Mönnikes hat ja vorher mal das Thema früher angesprochen. In der Tat war eines der großen Konstruktionsprobleme 95 das Telekommunikationsgesetz, wo wir ISDN-Merkmale als Universaldienst festgeschrieben haben. Das war übrigens damals der Grund, warum ich das erste Mal gegen meine Fraktion damals übrigens gestimmt habe im Bundestag, weil wir gesagt haben, wir würden es gerne breitbandig machen. Dann hätten wir viele Probleme gelöst. Gut, aber das ist alles Schnee von gestern. Zweiter Konstruktionsfehler, Jan hat es angesprochen, waren die unterschiedlichen Netzebenen mit unterschiedlichen Regeln. Im Beirat der Netzagentur führte das nur zu Chaos. Es war, da könnte ich mal, wenn ich eine Biografie schreiben wollte, einen sehr kabarettistischen Teil dazu machen. Aber jetzt wird die ganze Zeit gefragt, wo kommt das Geld her? Es gab von mir, es wäre eine Frage jetzt an Jan Mönnikes, vielleicht auch an die Piraten. Ich weiß nicht, ob du heute auch für die Piraten da bist, zumindest nach dem Programm nicht. Ich hatte mal die Idee zu sagen, lass uns das, nachdem mir dieses Gejammer über die Milliardenkosten auf den Nerv ging, lass uns mal ein genossenschaftliches Idee verfolgen. Das heißt also, wir geben Leuten einen Zins, der unterhalb dessen liegt, was Spekulanten erwarten, weit unterhalb dessen, aber eine sichere Verzinsung oberhalb dessen, was sie bei ihrer Sparkasse kriegen. Da würden wir Milliarden einspielen. Man müsste im Grunde genommen nur ein Konstrukt finden, der dieses verwaltet. Das könnte staatlich sein, das könnte privat sein. Die Telekom hat damals es abgelehnt und die anderen Telekommunikationsbetreiber, Jan, das hat mich immer gewundert, haben gesagt, nee, wir investieren lieber die Milliarden, von denen du sprachst. Also die Milliarden in ein paar Zinsen investiert, wären im Grunde genommen dann dazu, ja, zu einer Multiplizierung des Ganzen geworden. Also Frage, wird über solche Modelle nachgedacht? Ich denke in der Tat, man sollte, und gerade weil wir bei der Linken sind, wäre das für mich der Ansatz, ein genossenschaftliches Modell mit kommunaler Beteiligung, mit privatem Anlagekapital, das im Moment zur Verfügung steht, ohne Ende und mit einer Zinsgarantie, die mit übernommen wird von den Telekommunikationsbetreibern und vom Staat wegen mir. Meines Erachtens würde das die Finanzierungsproblematik schließen. Nochmals, die Telekom hat es vehement abgelehnt, das ist unser Bier, und die anderen haben immer gesagt, auch die Ausländer, ja, wir investieren ja schon ganz viel, aber wir denken mal drüber nach. Das ist der Stand von 2-3 Jahren. Also wie gesagt, ich plädiere nach wie vor für mein Modell. Vielleicht ist es riegelblöd, aber bisher hat man noch keiner nachgewiesen, dass es nicht funktionieren könnte. Gibt es noch weitere Fragen? Nee, dann. Ja, ich dachte jetzt erstmal sammeln, aber jetzt gibt es erstmal keine Fragen. Ich kann da nicht für die Piratenpartei sprechen, auch wenn ich da Mitglied bin, weil ich momentan seit einem Jahr nur noch Verwaltungskram mache. Und es ist ein Ansatz, den ich von jetzt aus meiner persönlichen Sicht heraus nicht unspannend finde. Denn das ist es ja auch das, was ich vorhin sagte, wir müssen irgendwie das zusammenpacken, also nicht nur privatwirtschaftlich oder die Bevölkerung oder der Staat, sondern wir müssen Mittel und Wege finden, das ja, im Einklang hinzubekommen. Und ich glaube, das ist ein schöner Ansatz, den man aber wirklich auch einfach mal sich anschauen muss, genauer, ich habe das jetzt nur grob zum ersten Mal gehört, ist aber auf jeden Fall, finde ich, ein Ansatz, den man, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken und den auch weiter zu verfolgen. Wir haben in der Tat, also man könnte sich natürlich sowas überlegen, ein genossenschaftliches Modell zu machen, das sich kümmert um das Teilnehmerzugangsnetz oder so. Das ist aber im Prinzip nachher im Ergebnis wäre ja das dasselbe. Also nochmal, Economy of Scales. Es macht nicht Sinn, neben die existierende Glasfaserleitung durch ein konkurrierendes System, kann Wettbewerber oder staatlich sein, eine zweite Glasfaserleitung zu legen. Solange deren Kapazität nicht ausgeschöpft ist, macht das keinen Sinn. Das wäre wie Moment, lass mich mal.
Nein, pass auf. Die Industriegebiete sind ja nicht so das Problem. Wir reden ja immer eigentlich im Kern immer von Privatkundenthemen. Ja? Also das ist ungefähr dieselbe Logik, wie wir legen neben für jeder private Bahnbetreiber muss sein eigenes Schienennetz legen. Ja? Da würde jeder sagen, es ist ja Unsinn, die Schiene, wenn da frei ist, kann doch ein privater oder ein anderer Zug dort fahren. Wir haben aber in der Tat in den ersten Jahren der Telekommunikationsregulierung ohne Quatsch genau dieses verfolgt. Also das Ganze ging immer auf Infrastrukturwettbewerb und Matthias Kurz hat damals bis heute immer dafür gerungen, dass möglichst neben die eine Leitung, die schon existiert, am besten noch eine zweite, dritte oder vierte Leitung daneben liegt. Immer mit der Überlegung, dass man dann aber bitte exklusiv auf seiner Leitung dann nachher das Netz betreibt und Kunden anschließt und so weiter. Durch dieses Konzept ist ein ungeheures Geld versenkt worden, das vielleicht wettbewerblich oder marktwirtschaftlich rüberkommt, zurückkommt oder nicht, ökonomisch, volkswirtschaftlich, allerdings ist es nicht sinnvoll. Wir tun seit 1998, kämpfen wir in Deutschland deswegen um so Themen wie Bitstrom. Also das ist nämlich genau die Idee, dass jeder Betreiber, der ein Netz hat, es öffnen muss zu vorgegebenen Konditionen und das andere da draufgelassen wird. In diesem Rahmen, und das ist bei der Telekom heute schon so, gibt es sogar einen garantierten Zins. Der liegt bei ungefähr 8% roundabout. Manche sagen, es ist sogar noch viel mehr, weil die behaupten, dass die Kostenunterlagen der Telekom zugunsten der Telekom ausgesprochen großzügig wären. Also egal. Jedenfalls derjenige, der der Ausbauverpflichtung nachkommt, hat heute schon einen garantierten Zins. Das heißt, Jörg, wenn sich das lohnen würde, auszubauen, aufgrund eines solchen Garantiezinses, glaube ich, bei aller Fähigkeit oder Unfähigkeit, die man den Telekom-Managern zuschreiben mag, hätten die das auch getan. Dass sie das nicht tun, ist entweder Teil einer Verschwörung oder aber ist ein Hinweis darauf, dass sich das Ganze irgendwie nicht rechnet. Warum rechnet es nicht? Ich habe es gesagt, weil wir am Anfang im Prinzip in bestimmten Bereichen Fehlsteuerungen vorgenommen haben, die dazu geführt haben, dass die Bereitschaft, weiter in diesen Bereich Geld zu investieren, ja, es ist halt, diese Bereitschaft, da rein Geld zu investieren, ist weg und das kriegen wir auch nicht mehr hin, weil die Märkte verstanden haben, dass man mit diesem Bereich einfach keine Kohle mehr verdient. So, das ist einfach so. Das heißt, wir müssen uns also überlegen, wie kann man das ändern? Die Lücken kann man schließen, indem man schlicht Geld in die Hand nimmt. Ja, das ist so. Und dass man sagt, also, aber das macht kein Privater oder keine Genossenschaft oder so, dann muss halt die Kommune, wenn die sagt, ich will unbedingt, muss sie gucken, ob die Leute bereit sind, dafür Geld zu geben und gibt es vielleicht ein Förderprogramm vom Bund oder whatever. So. So passiert das ja auch. Ist ja auch so. Ich werde trotzdem die Hallig nicht versorgt bekommen. Und ich bekomme das Industriegebiet in der Tat nur deswegen versorgt, weil die dort für eine Leitung halt nicht für einen einzelnen Anschluss nicht für 40, 50 oder 60 Euro im Monat zahlen, sondern 300, 400 oder 500, aber nur 2 MB dafür dann allerdings synchron auf dieser Leitung fahren. Wir haben in dieser ganzen Netzneutralität, Netzpolitik, Internetdebatte eine falsche Vorstellung von den Preisen, die man zahlt für bestimmte Qualitäten. Deswegen ist es so, dass kaum noch Privatkundenbetreiber auf den Markt kommen. Es kommt keiner mehr auf den Markt. Privatkundengeschäft ist tot. Es ziehen sich sukzessive immer mehr Firmen aus dem Privatkundengeschäft zurück. Als letztes jetzt Vodafone und Aqua. Das ist eine Geschichte, das wird irgendwie nicht wahrgenommen, ist aber ein Zeichen einfach dafür, dass man also dort bei den Unternehmen, die in der Vergangenheit damit versucht haben, zumindest Geld zu verdienen, inzwischen zu der Überzeugung gelangt ist, dass das so, wie das bisher funktioniert ist, nicht weitergehen wird und dass sie auch in absehbarer Zeit ihre Investitionen nicht wieder reinbekommen. Es ist ein riesen Irrtum zu glauben, Leute, wirklich, wenn ihr in der Industrie mit den Leuten zu tun habt und euch auch vor allen Dingen auch mal anguckt, die Zahlen und so, die haben fast alle massivste Verluste gemacht. Da ist Geld verbrannt worden in einer unglaublichen Dimension. Das ist echt nicht mehr sexy. Deswegen einfach zu sagen, wir machen da irgendwie. Ja, natürlich, ja, ist gar keine Frage. Aber es ist so, aber es ist nicht mehr sexy und deswegen der Glaube, man müsste da nur ein bisschen irgendwie triggern und dann lebt sich das auf und alles. Das ist einfach nicht richtig. Ganz kurz nur, ich weiß jetzt alles, was nicht geht, aber was geht denn jetzt?
Ich habe das nicht verstanden. Können Sie das nochmal kurz? Ich habe das wirklich nicht verstanden. Es ist relativ einfach, wenn du sagst, wenn welches Modell funktioniert einfach. Geld. Ja, aber genau. Es wurde, aber das, wo, also wo soll das herkommen? Das ist, wenn die Bürger in einer Stadt sagen, wenn die Bürger in einer Stadt sagen oder in einem Stadtteil sagen, wir möchten gerne DSL haben und wir haben das bisher nicht, wir sind eine weiße Lücke, dann kann die Stadt eine Ausschreibung machen. Diese Ausschreibung sagt, wir brauchen Leitung A nach B, wir brauchen hier ein HVT, wer macht uns das günstigste Angebot? Dann gibt es Anbieter, das kann auch eine kommunale Geschichte sein, wie es im Osten zum Beispiel sich inzwischen kleine Unternehmen auch so genossenschaftlich engagiert und mit Eigenanteil melden und sagen, wir können das leisten für 200.000, die anderen sagen, wir können es für 300.000 und die anderen sagen, wir können es für 500.000 leisten. Und dann wird es gebaut, dann entscheidet man und dann wird es gebaut. Fertig. Dass danach... Jetzt kommt es darauf an, dass natürlich der Anschluss, wenn man das Geld wieder reinholen will und nicht zumindest teilweise als verlorene Investition quasi abschreibt, ja, dass dann der Anschluss nicht 40 Euro oder 30 Euro kostet wie hier in Berlin, ist klar. Das kann ja nicht funktionieren. Oder ich sage, es ist halt eine Investition wie eine Schule oder so, da kriege ich auch nicht das Geld wieder, was ich da reinvestiert habe, trotzdem ist es richtig und deswegen wollen wir das als Gemeinschaft und investieren da Geld rein. Ich sehe nicht viel anders realistisch, wie man das hinbekommen soll, als so. Ja, es ist schön, das zu hören. Als ich das vor 15 Jahren gesagt habe, hat man mich so als Steinzeit-Sozi beschimpft. Ja. Es ist einfach so, nicht? Also so und diese Dinge haben eine ausgesprochene Ökonomie der Dichte. Nicht? Das ist halt hier in Berlin, im Verdichtungsraum, insbesondere dann, wenn ich genügend zahlungskräftige Kunden auf kleinem Raum habe, ist das natürlich billiger zu realisieren als irgendwo auf dem Land. Nicht? Das muss man sich klar machen. Und wenn man das will, muss man einfach über Ausgleichsmechanismen nachdenken, muss man darüber nachdenken, wie man das Kapital mobilisiert. Das ist eine interessante Frage, da kann man jetzt alles Mögliche diskutieren. Also ich sehe mich da nicht mal als kompetent an. Ich denke allerdings, es gibt sicher Möglichkeiten, dieses Geld zu mobilisieren. Ein anderer wichtiger Punkt, der hier aufgeht, ist diese Frage, was kostet das eigentlich? Nicht? Man hat, also eines dieser Argumente für den Infrastrukturwettbewerb war ja immer das, dass man sozusagen Preiswahrheit hat. Also der Glaube, also wenn wir Wettbewerb haben, dann haben wir Preiswahrheit, der Markt sozusagen, der findet den Preis heraus. Allerdings natürlich um den Preis, dass man eine gigantische volkswirtschaftliche Verschwendung hat. Nicht? Wenn man das nicht machen will, dann muss man sich halt damit abfinden, dass irgendjemand ausrechnet, was es kostet, also auf der Basis von irgendwelchen Kostenmodellen. Das macht ja auch die WIK im Fall, so, wo die Telekom ihre Netze öffnen muss. Aber da kann man immer sagen, ja gut, aber das ist ja kein wahrer Marktpreis oder sowas. Aber ich glaube, man muss hier sozusagen einen Preis immer bezahlen. Entweder den, dass man volkswirtschaftliche Verschwendung hat, dann stimmt der Preis ja eigentlich gesellschaftlich auch nicht, oder eben den Preis bezahlen, dass irgendjemand sich hinsetzt und rechnet und sagt, das kostet so und so viel. Nicht? Aber irgendwie so muss es auf jeden Fall gehen. Also ich höre dieses nette Ballungsraum-Argument sehr oft. Das ist falsch. Ich wohne, dass im Ballungsraum natürlich die Leitungen viel einfacher gelegt werden und dergleichen. Ich wohne mitten in Friedrichshain, ich habe eine Tausenderleitung, das war's, mehr ist nicht zu machen. Und auch, ich habe mich erkundigt wegen Ausbau, wie es aussieht und dergleichen. Und das kommt auch da dann immer, das ist zu teuer, das ist nicht machbar, dergleichen. Natürlich ist es machbar, das wissen wir, glaube ich, alle, dass es machbar ist. Nur die Frage ist der Wille da? Und ich glaube, dass dieses Geld, wenn wir das von staatlicher Seite ausgeben, das genauso gut investiert ist wie in Bildung unserer Kinder, denn es ist genauso wichtig wie die Bildung unserer Kinder. Wir brauchen diese Infrastruktur. Und das ist auch keine volkswirtschaftliche Verschwendung, wenn wir das Geld investieren. Das ist, ich möchte es nur gerade nochmal... Es ist unglaublich wichtig, dass wir dieses Geld in die Hand nehmen und dafür vielleicht andere Dinge, die weniger wichtig sind, nicht ganz so viel Geld ausgeben. Vorne gab es eine Frage. Jürgen, hier vorne. So, also meine Frage ist dahingehend, der Lösungsvorschlag klang gerade sehr nach Rekommunalisierung der Infrastruktur. Leider, wenn ich jetzt da ein bisschen kritisch hinterfrage, sieht es für mich so aus, dass also...
seit den auslaufenden 90er Jahren selbst hinter den Forderungen der Neoliberalen zurückgeblieben wurde, dass eben Infrastruktur Staatsaufgabe ist, damit die Wirtschaft darauf arbeiten kann. Und die privatisiert wurde. Jetzt sind sämtliche Gewinne, die damit zu machen waren, rausgezogen und jetzt soll es wieder kommunalisiert werden. Klingt für mich sehr schizophren. Ja, das klingt in der Tat schizophren, nur dort in den Bereichen, worüber wir reden, sind auch keine Gewinne rausgezogen worden. In den Bereichen, worüber wir reden, ist schlicht weder investiert worden, noch ist irgendwas gemacht worden. Wir haben Marktversagen. Und selbst der schlimmste Neoliberale akzeptiert, also wenn er nicht ganz einen Knall hat, akzeptiert, dass im Bereich von Marktversagen spätestens da ich das nur durch staatliche Intervention oder durch staatliche Regulierung beseitigen kann. Und ich habe nun mal verschiedene Formen von Marktversagen, gibt es, aber ganz klar, wenn ich einen Bereich habe, wo ich weiß, dass ich eine Investition nie auch nur ansatzweise amortisieren kann, dann existiert für den Homo economicus kein Markt und da zieht weder jemand Gewinne raus noch sonst irgendwas. Ja, das ist dann vielleicht mag ja Haie, aber das ist ja, sorry. Jetzt hat Jan mir das schon so ein bisschen vorweggenommen, also dieses Marktversagen. Also ich verstehe auch diese ganze Diskussion ehrlich überhaupt nicht, weil wenn wir was setzen wollen als Staat und als die Bürger, die mit einem Staat oder einen Staat beauftragen, wer nicht partizipieren will, muss ja nicht, ne? Wir können ja auch delegieren, aber das ist so, wir wissen, dass wenn wir Infrastruktur in privatwirtschaftliche Hände geben, dass das der Untergang dieser Infrastruktur ist. Das haben wir bei den Wasserwerken erlebt, das haben wir bei den Elektrowerken erlebt. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendeine Kommune sich ein Wasserwerk oder ein Elektrowerk zurückgekauft hat, haben sie festgestellt, dass nichts gemacht wurde, dass die Infrastruktur nicht gepflegt wurde, dass keine neuen Investitionen gemacht wurden. Das ist das Problem bei dieser Privatwirtschaft. Die hat ja diesen Schutz, die darf man ja nichts fragen, da darf man ja nichts wissen. Weil die sind ja wegen diesem Wettbewerbsschutz und so, dürfen wir ja denen nicht in die Bücher reinschauen. Und im Nachhinein stellen wir dann fest, die haben uns verarscht. So. Und deswegen kann ich es auch ehrlich gesagt nicht abjahren, wenn ich irgendwie höre, dass diese Privatwirtschaft, die ja jetzt so gerne was machen würde, und es ist alles so teuer, und ein Kilometer Glasfaser kostet 1 Trilliarde Euro, und das würden ja gerne alle machen, aber es ist halt so teuer. Also ich weiß gar nicht, wir haben ja sowas wie Innovation, und wir haben ja ganz viel technikbegeisterte Menschen, wo man sich hinsetzen könnte und sagen, so, wollen wir LTE machen oder wollen wir eine andere Infrastruktur oder machen wir morgen die Schlumpfkabel, die sind 10.000 Mal schneller als die Glasfaserkabel, also das ist ja sowas wie technischer Fortschritt, das finden wir ja nach wie vor alles ganz gut, ne? Und dann muss ein Staat eben beschließen, dass er das unterstützen möchte, so wie Israel zum Beispiel sagt, jedes scheiß Kaff muss mit einem Bus 2-mal am Tag angefahren werden und deswegen werden Buslinien eben unterstützt, obwohl sie privatwirtschaftlich sind. Jetzt kann man natürlich die Buslinien in Israel nicht unbedingt mit einer technischen Infrastruktur in Deutschland vergleichen, aber dann doch, indem man nämlich einfach sagt, okay, und wenn ein Staat das richtig macht, kann er durchaus, und deswegen finde ich die genossenschaftlichen Ansätze ja gar nicht so falsch, durchaus, wenn er die Bürger wieder begeistert, also momentan müssen wir ja feststellen, dass das nicht der Fall ist, aber es könnte ja mal einen anderen Staat geben, der die Bürger wieder mitnimmt. Ja, und dann könnte man sich auch vorstellen, dass nicht nur staatlich, also über Steuern finanzierte Infrastrukturen, sondern auch genossenschaftlich, also sozusagen Public-Public Partnerships oder Public-Citizen-Ships und so weiter, irgendwie funktionieren könnten. Das heißt, nur das muss beschlossen werden. Das ist also eine politische Entscheidung, die gefällt werden muss. Und deswegen frage ich mich, warum wir jetzt uns eine halbe Stunde lang angehört haben, wie teuer die Scheiße ist. Alter, weiß ich, dass es teuer ist. Das ganze Leben ist teuer. Panzer sind teuer. Teddybären sind teuer. Ich weiß auch gar nicht, also, dass was teuer ist, ist mir klar. Und dass du heute natürlich auch nicht als Genosse hier sprichst, sondern auch mal, und es ist auch schön, dass ich dich mal in deiner Lobbyrolle hier sehe, finde ich auch irgendwie ganz nett. Aber trotzdem, das bringt uns nicht weiter. Und wir müssen einfach sagen, wir wollen das so
Und dann müssen wir sagen, wie machen wir das jetzt? Und wir wollen es zusammen machen. Und das muss einfach mal beschlossen werden. Und, darf ich nur ganz kurz, Jens, dazu was sagen? Ich sage doch gar nichts anderes. Nur das Instrument muss nicht sein, dass es eine Genossenschaft oder irgendwie sowas ist, sondern das kann einfach sein, dass die Kommune das ausschreibt und die Bürger sagen, wir investieren dafür Geld. So, bums aus, fertig. Das ist nichts anderes als... Aber du sagst irgendwie, du machst ja fast schon die Angela Merkel und sagst, Demokratie muss marktkonform sein. Ja? Nein, das haben wir ja jetzt gelernt. Also Mutti sagt ja, Demokratie geht nur, wenn marktkonform. Das hat sie ja jetzt vorgestern gesagt. Und seitdem wissen wir ja, wie der Hase läuft. Aber und so Jens, hat der Hase noch mal, nicht zu laufen. Selbst das habe ich nicht gesagt. Sorry, ich behaupte das auch überhaupt nicht. Das ist eine völlig irrsinnige Diskussion, die du da führst, weil du sagst dasselbe wie ich und wirfst mir das aber gleichzeitig vor. Also du kannst doch nichts anderes sagen. Wenn du sagst, wenn die Gemeinschaft das will, dann beschließen wir das. Ja, aber dann muss das jemand machen. Und derjenige, der das macht, der sagt, das kostet ein Geld X. Und dann frage ich noch drei andere und die sagen mir, ich kann es besser, billiger, schöner. Und dann sage ich, ich mich's. Bitte? Jung, also Jens, es gibt da draußen inzwischen genügend, auch eher linke Organisationen, wo Bürger selber genossenschaftlich versuchen, gerade im Osten das hinzubekommen. Und auch die stöhnen darunter, dass das alles Geld kostet. Und das, was sie da tun, funktioniert nur deswegen, weil man dort vor Ort entschieden hat, wir geben euch das Geld. Und dann ist doch okay. Ich verstehe nur nicht, nur wo soll es herkommen ansonsten. Da ist meine ganz... Ja, da... Okay, ja, noch zu diesem Argument vom technischen Fortschritt. Man muss sich klar machen, der größte Teil der Kosten, das habe ich vorhin schon mal gesagt, von so einem Netz steckt im Zugangsnetz. Ja? Und diese Kosten sind fast unabhängig vom technischen Fortschritt, weil das einfach Baukosten sind. Irgendjemand muss was planen, irgendwann muss ein Bagger kommen, müssen Leute Strippen ziehen, das kostet das Geld. Das ist auch der Grund dafür, dass, wenn man das schon macht, ja, wenn man schon einen Bagger schickt, dann immer gleich das Modernste, was man überhaupt nur kriegen kann, verlegen, weil das sind insignifikante Mehrkosten im Vergleich zu diesen ganz banalen, klassischen Baukosten. Ja. Und natürlich, das ist eben relativ teuer und ich glaube, da streiten wir uns auch nicht wirklich. Irgendwo muss die politische Entscheidung herkommen, das zu machen, muss das Kapital dafür mobilisiert werden. Da kann man natürlich jetzt verschiedene Vorstellungen entwickeln. Ich hätte da zum Teil auch, sagen wir mal, eine weniger nonchalante Haltung bestimmten Optionen gegenüber, vor allem, weil im Zusammenhang mit dem Netz muss man natürlich auch die Frage nach der Souveränität stellen. Nicht? Also das ist letztendlich die Frage, wie souverän ist das Volk tatsächlich bezüglich der Dinge, die ganz entscheidend sozusagen sein Leben ausmachen, nicht? Also die Basis seines Lebens darstellen. Das sind nicht nur die physischen Infrastrukturen, sondern das sind eben auch die symbolischen. Nicht? Also das ist da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber diskutiert, aber da würde ich auch eine Diskussion aufmachen wollen. Und von daher... Sag mal, ist das Spektrum der Optionen, die ich jetzt hier favorisieren würde, vielleicht ein bisschen anders als das meines Nachbarn? Also ich muss Jens insofern ein Stück weit recht geben, dass wir jetzt wirklich mal drüber nachdenken könnten, was sind die Optionen, das Marktversagen, klar, die Kommune, die bürgerliche Genossenschaft, der Staat muss Kohle in die Hand nehmen. So weit sind wir jetzt schon, wo nehmen wir es her? Wir schaffen die Panzer ab, finde ich gut. Aber bei dem ganzen Thema mal ganz blöd realpolitisch, wie finanziert Finnland das? Also, dass sich Korea sowas leisten kann, wo die alle nur in Hochhäusern wohnen, um jetzt mal so Klischees loszuwerden, ist mir klar. Aber wie funktioniert das Finnland, irgendwie Glasfaser einmal den kompletten Kanal zu baggern, das Rohr zu legen bis hoch nach Lappland? Die kriegen es doch hin und die kriegen das innerhalb der EU hin, innerhalb dieses bescheuerten Privatisierungsgebots. Wie macht Finnland das? Du hast dir die Antwort selber gegeben. Sie legen einmal ein Glasfaser-Ding da hoch, das haben sie bezahlt, das ist aus Steuern finanziert, wird vom Gebührenzahler wieder nachher zurückgeholt an Kohle und das ist es dann auch. Diese Idee bei uns, also ich meine, seit Schwarz-Schilling ist das ja ganz komisch gelaufen. Wir sind das Land, also wer sagt, wir hätten nicht genügend Glas im Boden oder nicht genügend Kabel, der hat sich noch nie die entsprechenden Karten angeguckt. Wir sind...
wir sind an der falschen Stelle, aber wir haben Unmassen an Quatsch da draußen verbuddelt. Wir haben Leerrohre ohne Ende. Du kannst nach Berlin Dark Fiber kaufen für einen Spottpreis. Mit der einen Dark Fiber kannst du ganz Berlin versorgen. Leider kostet die Kosten entstehen dann dahinter, also quasi in dem Teilnehmeranschlussnetz. Und da ist in der Tat an Investitionen nicht viel gelaufen, ja, ganz wenig nur. Da 90% oder so ist immer noch im Privatkundenbereich angeschlossen bei der Deutschen Telekom. Das heißt, wir haben da immer noch die alte Monopolsituation. Das hat sich ja bis heute nicht groß geändert. Und das ist ein politischer Grund. Na klar, man hat die geschützt. Ich behaupte, man hat das bewusst politisch gemacht, um die Deutsche Telekom zu schützen. Und wenn du mit Menschen redest, auch aus den Gewerkschaften, ehrlich gesagt, und aus den eher linken Lagern, die sagen ja, zu Recht geschützt. Ja, es war richtig, die zu schützen. Das sagen die zum Teil bis heute. Das heißt, das ist also jetzt kein Rechts-Links-Ding an der Stelle, sondern man hat sich da politisch entschieden. Man hat sich da politisch in einer bestimmten Weise entschieden. Und wir sehen in Deutschland, anders als in Finnland oder in anderen Ländern, das Ergebnis dieser Entscheidung. So, und jetzt in der Tat, wie kommen wir raus und was wollen wir? Ich habe meinen Vorschlag gemacht, der ist auch langweilig, zugegeben. Aber der würde funktionieren, der würde ganz sicher funktionieren. Das ist so. Da redet man noch über, ich habe 3-4 Projekte dieser Art begleitet in verschiedenen Bundesländern in der Vergangenheit. Das scheitert zum Teil an richtigen Ausschreibungsbedingungen, weil auch da wird dann zum Teil versorgt, der versucht, die Ausschreibungsbedingungen so zu machen oder wurde versorgt, dass es garantiert nur die Telekom ist, die das nachher erfüllen kann und so. Also das sind dann so Dinge, über die muss man sich politisch auseinandersetzen. Ja? Aber das ist lösbar. Es ist ein lösbares Problem. Wir reden auch nicht mehr von unendlichen Kosten oder so. Ja? Also wir reden von 2, 3, 4 Milliarden Euro. Ja, das ja, wahrscheinlich. Aber die muss man halt, irgendjemand muss die investieren. Also von alleine kommt der Bagger halt nicht. So, gibt es weitere Fragen? Meine Frage wäre, das mag ja sein, dass das so viel Geld kostet, aber meinen Sie nicht, dass das in Relation zu dem, was die emanzipatorische Funktion des Internets an Bildungskosten oder Gewaltprävention bei Jugendlichen und ähnlichen Geschichten an Geld spart, dass sich das nicht für jede Gesellschaft lohnt, das zu bezahlen? Okay, willst du noch? Also die Frage war, ob nicht möglicherweise die Investition ins Internet möglicherweise Kosten spart an anderen Stellen wie Gewaltprävention, was war noch ein Beispiel? Bildung, genau. Ich habe das in meinen Thesen auch breit ausgeführt, dass eine solche Investition positive Externalitäten erzeugt, die sicher diese Geldmittel, die man dafür aufwenden muss, weit aufwiegen. Ja? Das Problem ist natürlich das, dass die nirgendwo so zählbar anfallen. Nicht? Also wie bewertet man das sozusagen, verhinderte Kosten oder nicht entstandene Kosten durch Kriminalität oder durch Geschäfte, die sonst nicht getätigt worden wären, durch Bildung, die nicht erfolgt wäre, kann man schwer bewerten. Da kann man natürlich auch ein Modell aufmachen, das kann man bezweifeln. Aber ich würde auch davon ausgehen, ich habe das auch in meinen Thesen breit ausgeführt, dass diese positiven Externalitäten die Kosten bei Weitem aufwiegen. Das rechtfertigt aus meiner Sicht auch, dass das als staatliche Aufgabe erfüllt werden kann und dass man dafür eben auch Steuergelder in die Hand nimmt. Also deswegen, es gibt Menschen, die sagen, das dürfe man nicht, ja, weil und so. Ich bin da anderer Meinung. Ja klar, wenn die Gemeinschaft das will, wenn sie dafür Geld investieren möchte, dann soll sie das tun. Ich habe damit kein Problem. Da, wo der Markt versagt, ist das völlig in Ordnung. Das ist ja auch das, was uns die Geschichte gezeigt hat. Da in den Ländern, wo es Netz an einigen Orten gab, konnten solche Dinge Also die Leute konnten sich besser fortbilden als da, wo es kein Netz gibt. Das ist jetzt auch nichts Neues, das ist auch kein Geheimnis. Nur, wie schon gesagt, wir können es nicht beziffern. Das ist halt echt das Problem. Wir können nicht aufschreiben, wir haben jetzt 15 Milliarden Euro in Bildungskosten gespart, weil wir sie gar nicht erst ausgegeben haben. Und das ist dann für viele immer das Problem so, dass dieser Erfolg gar nicht gesehen wird und deswegen auch gar nicht gilt. Also auch in der Politik ist es immer noch ein Problem. Ich kann nicht bemessen, was ich an Geld gespart habe, weil ich es gar nicht erst ausgegeben habe. Und ja, das ist eines der Hauptprobleme, das wir dahinter immer noch haben, bei gesparten Kosten. Weitere Fragen noch? Was?
Ich hätte, dann hätte ich vielleicht mal eine Rückfrage ins Publikum, weil mich eine Frage noch mal interessiert hatte. Oder? Bitte? Du hattest noch einen Zusatz? Ja, das ist ein Punkt, den ich in meinen Thesen auch gemacht habe, ist folgender. Also wenn wir in der Geschichte zurückblicken, nicht? Wir haben ja in Deutschland eine relativ, wenn man es vergleicht mit vielen anderen Ländern, sehr relativ ausgeglichene Industriestruktur. Also wir haben relativ viele Klein- und Mittelbetriebe, die auch breit gestreut sind. Ja, das hat auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel das Land waren, was relativ früh eine flächendeckende Versorgung mit Elektrizität hatte. Ja, was es zum Beispiel auch dem kleinen Handwerksbetrieb, dem kleinen Industriebetrieb ermöglichte, mit modernen Maschinen zu arbeiten. Nicht? Also die brauchten kein zentrales Kraftwerk in ihrer Fabrik, nicht so mit dem alten Techniken, bei Marx ist es noch so schön beschrieben, nicht mit den Transmissionsrieben und so, sondern man konnte jetzt mit modernen Maschinen arbeiten, die einen dezentralen elektrischen Antrieb hatten. Ja? Also das ist die Auswirkung einer Infrastruktur entscheidend. Es war auch das kann man auch mit einem Namen verbinden, Oskar von Miller, der dieses Konzept, das er sozialen Strom nannte, vorangetrieben hat, auch propagandistisch, nicht natürlich auch als Consultant, hat er auch gut verdient an diesen ganzen Infrastrukturprojekten, aber das hat Auswirkungen gehabt und diese Industriestruktur, die wir heute haben, wenn man andere Länder kennt, dann weiß man, dass es dort ganz oft ganz anders aussieht, ist eine Folge einer solchen Infrastrukturentscheidung, nicht? Und entsprechender Investition. Da haben auch die Kommunen einen wichtigen Anteil gehabt, nicht an der Verwirklichung dieses Konzepts des sozialen Stroms. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ob vielleicht auch so ein soziales Internet nicht auch entsprechende Folgen hätte und Auswirkungen hätte, nicht? Also, dass zum Beispiel auch ein Kleinbetrieb da irgendwo im Abseits vielleicht dadurch eher konkurrenzfähig wird, nicht? Nicht zu verachten. So. Ja, Jörg Thaus. Also, tut mir leid, wenn ich quengle. Nachdem wir jetzt gehört haben, so viele Milliarden brauchen wir gar nicht mehr. Trotzdem, es gibt wahrscheinlich keinen Finanzminister, der im Moment nicht in Entsetzen in Boden versinkt, wenn er hört, 4 oder 5 Milliarden muss ich irgendwo aufbringen. Das mag in anderen Bereichen anders sein, aber es ist so. Und da man in anderen Bereichen das Geld ausgibt, sinnvoll oder nicht sinnvoll, fehlen die, sagen wir es mal so. Und man hat politisch entschieden, damals, der Markt wird es richten. Jan Mönnekes hat auf die Problematik hingewiesen, dass dieses falsch war, wo Markt nicht funktioniert. Da entstehen dann 4 Netze parallel in Ballungsräumen. Und ich will die Hallig ja gar nicht erschließen, aber schon bei mir in Bretten, was weiß ich was, aus dem Karlsruher Raum war das Industriegebiet eben nicht erschlossen. Jetzt aber die Frage, du sagst, du hast die Idee. Die Idee ist ja eine fast sozialistische Idee, nämlich die vorhandenen Netze zu öffnen und für alle zu öffnen, die Durchgang haben wollen. Dann geht das Geschrei ja schon mal los, begonnen bei der Postgewerkschaft, heute Verdi, nicht, dass sie also sagen, ach Gott, unser großer Player Telekom, das ist aber ganz gemein, weil denen das meiste gehört. Frage jetzt konkret, hast du denn das schon mal vorgetragen bei den politischen Parteien? Also jetzt würde es mich interessieren, was sagt denn die CDU dazu? Die sagt doch unverändert, wenn ich es richtig sehe, naja, der Markt wird es richten. Die SPD hat damals gesagt, der Markt wird es richten, sonst hätte sie dem TKG nicht zugestimmt. Die FDP brauchen wir gar nicht zu reden. Von der Linken, die war damals noch nicht vorhanden. Also deine Idee, wenn es die Lösung aller Probleme ist, dann soll es mir ja recht sein. Deine Idee, wie ist denn der Stand der Umsetzung oder andersrum, woran mangelt es denn, dass nicht umgesetzt wird? An den Kurz dieser Welt, an den bösen Parteien, dadurch, dass es keine Telekommunikationspolitiker mehr gibt, weil es kein sexy Thema ist, woran mangelt es? Ja, also man kann das nicht, also in der Tat seit 1998, 99 gibt es die Debatte und seit 2002 oder 2003 steht ja sogar im Telekommunikationsgesetz drin, also von allen Parteien sozusagen auch bis heute mitgetragen, dass es sowas wie einen Bitstrom geben muss, einen Bitstromzugang. Das ist bis heute nicht umgesetzt. Es gibt jetzt diesen IP-Bitstrom. Es gibt lange, ich habe immer gefordert, es muss auch für höherbreitige oder höherbandbreitige Bereiche muss es einen Bitstrom geben. Der damals war das noch ATM-Bitstrom. Das Ganze zieht sich so lange hin, diese Debatte,
Also, und das, die wird auch aus meiner Sicht ganz bewusst verzögert. Das zieht sich bereits so lange hin, dass die Technologie, für die wir das ursprünglich mal gefordert hatten, nämlich für ATM, inzwischen so outdated ist, dass alles, was man bis dahin erarbeitet hat, inzwischen obsolet ist. Jetzt fangen wir an zu diskutieren über Ethernet-Bitstrom. Ich erkläre das jetzt nicht genau, aber es ist eine andere Art von Protokoll, wo man auch mit anderen Möglichkeiten halt mehr machen könnte. Auch dort dasselbe. Wir diskutieren momentan in dieser NGA-Arbeitsgruppe, die vor vielen Jahren sehr kritisch gesehen wird, im Hinblick auf das Thema Netzneutralität, zum Beispiel wieder nur über IP-Bitstrom. Und IP-Bitstrom ist etwas, da würden die meisten hier im Raum für sich sagen, das ist ganz toll, ja, weil dann kriege ich ja zumindest da, wo schon ein Netz vorhanden ist, also da, wo keins ist, passiert gar nichts, kriege ich vielleicht ganz schicke, neue, tolle Verbraucherangebote. Ein Quantensprung ist das aber natürlich nicht. Das, was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir das Netz zumindest in dem Maße ausnutzen, wie es heute an Kapazitäten eigentlich leisten kann, bevor wir darüber nachdenken, schon wieder zu investieren in die nächste Art von Kabel. Und es ist so, dass wir einen relativ hohen Prozentsatz haben, der kann 50 MB, also nicht flächendeckend, und das, was die CDU als Universaldienst fordert, ist schlicht technisch nicht realisierbar, aber so bis 50 MB kann man die Netze in Deutschland schon aufwerten. Das ist aber nicht bezahlbar, wenn es ökonomisch abgebildet werden soll, wäre für uns als Privatkunden nicht attraktiv, weil zu teuer. Aber ich könnte es für andere Bereiche verwenden, dazu bräuchte ich ein entsprechendes Bitstromprodukt. Also ich persönlich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich mit diesem Thema schon zugebracht habe, egal bei welcher Partei, bei Kurz, auf Konferenzen, keine Ahnung. Wer sich dafür mal interessiert, man kann das hier nicht ausbreiten, es ist wirklich ein Trauerspiel, wie man hier etwas versäumt hat, was in ganz vielen Ländern, eben auch in Finnland oder in England oder so, selbstverständlich ist und was dort zu einer ganz anderen Infrastruktur führt. Wir tun in der Debatte, auch gerade Netzpolitiker tun das, wir tun in der Debatte immer so, als wären wir in Deutschland eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern gut dran oder wir wären fortschrittlich oder was weiß ich. Das stimmt schlicht nicht. Das ist einfach nicht wahr. Das kommt aus einer, wer sowas vertritt, der macht es in Unkenntnis der Situation und den Möglichkeiten, die in anderen Ländern existieren. In Deutschland ist das aber Mehrheitsmeinung. Das ist die Mehrheitsmeinung. Es werden herangezogen die Anzahl von Mobiltelefonen und dann ist man ganz glücklich, dass man so viele Mobiltelefone hat. Man guckt auf neue Technologien wie LTE oder so. Das sind aber nur Lückenfüller, die können das überhaupt nicht erfüllen. Wir haben, was Infrastruktur betrifft, Telekommunikationsinfrastruktur betrifft, eine völlig verzerrte Debatte in Deutschland, bar meistens jeglicher Sachkenntnis und leider mit dem Ergebnis, dass hier in den letzten Jahren überhaupt nichts mehr sich bewegt hat. Die Regulierungsbehörde kann in dem Bereich in Bonn machen, was sie will. Es kontrolliert politisch keiner, es regt sich keiner auf. Und das ist meines Erachtens eigentlich das, wo wir weg müssen. Das ist ein langweiliges Thema, aber es ist halt ein wichtiges Thema. Und bei Energiepolitik und bei Strom, das ist auch nicht so spannend. Und trotzdem begreifen die Leute, dass man sich damit politisch auseinandersetzen muss. Und das würde ich mir persönlich für die Telekommunikation halt auch wieder wünschen. Jetzt hast du im Endeffekt gerade schön gesagt, wir arbeiten mit falschen Annahmen oft, also jetzt wir wahrscheinlich gerade nicht, aber viele andere. Ja, es werden Handyzahlen rangezogen, dass halt die Netze nicht richtig abgedeckt sind, auch in Berlin zum Beispiel. Ich sitze in der U-Bahn, habe kein Netz mehr. Das ist wieder eine völlig andere Baustelle. Also das ist auch wirklich ein Problem, dass immer von den falschen Zahlen ausgegangen wird, von falschen Annahmen und Diskussionen viele sagen, wir jammern auf hohem Niveau, das ist nicht richtig, wir jammern auf dem richtigen Niveau, was das Netzabdeckung betrifft. Und Netze aufmachen, das gebe ich auch vollkommen recht, die Leitungen, die liegen, müssen wir einfach alle nutzen können. Aber dann ist man ja gleich wieder ein Sozialist oder ein Kommunist, wenn man das offen fordert, politisch, und zwar im negativen Sinne. Ich würde mir wünschen, oder ich wünsche es mir, dass die Netze aufgemacht werden und wir alle daran partizipieren können, an diesen Netzen, und wir endlich das Potenzial der Leitung im Boden ausschöpfen können, das schon seit Jahren da vergraben liegt. Das geht jetzt schon in Richtung Schlussworte. Wir sind auch schon fast mit der Zeit rum, insofern würde ich Rainer noch das Mikro geben. Ich habe dem jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Das Problem ist natürlich, ja, wir haben wahnsinnig viel Glasfaser rumliegen, nur an der falschen Stelle. Nicht? Ich meine, haben wir eh schon das Problem, dass wir eigentlich auch durch die heutigen Protokolle und vor allem durch die Vermittlungstechnologie ja gar nicht ausschöpfen können, was die Glasfaser eigentlich könnte. Ja? Naja, also da ist immer ein Missverhältnis. Also der wirkliche Flaschenhals
ist ja sozusagen, wenn das Glasfaser mal da ist, nicht das Glasfaser, sondern ist die Vermittlungstechnik. Da klemmt es eher. Ja? Das andere Problem ist eben das, dass die Glasfaser, an manchen Stellen gibt es Massen davon, viel mehr als wir brauchen, aber an den richtigen Stellen fehlt sie oft. Nicht? Das ist das Ergebnis von Fehlentscheidungen der 90er Jahre. Man hat damals eben unsinnige Politik auch verfolgt, Infrastrukturwettbewerb, was eigentlich für jeden, der irgendwo ein bisschen ökonomisches Wissen hat und ein bisschen technisches Wissen hatte, nicht über das, was da auf uns zukommt, schon damals ein offenkundiger Unfug war. Das Dumme war nur das, dass Leute, die das laut gesagt haben, eben irgendwie als, man galt da halt als Irrer oder sowas, der die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat, nicht? Also als altmodisch und so weiter. Ja? Aber ja, ansonsten kann ich das auch nur noch mal unterstreichen. Ich meine, das ist ganz klar, darüber darf man sich keine Illusionen machen. Das Netz in der Fläche auszubauen, wird Geld kosten, das Geld muss jemand in die Hand nehmen, es müssen politische Entscheidungen getroffen werden, also allein die Privatwirtschaft wird es natürlich nicht machen, einfach weil es nicht profitabel ist. Lang, breit ausgerollte Infrastruktur mit säkularer Nutzungsdauer, das hat privatwirtschaftlich noch nie funktioniert, das kann man aus 150 Jahren Geschichte moderner technischer Infrastrukturen ablesen, dass es nicht funktioniert, sehen wir auch an der Berliner S-Bahn und an vielen anderen Dingen. Ja. Die Frage ist nur das, wie kriegt man diese politischen Entscheidungen zustande, wie mobilisiert man das Kapital? Das kann ich, da bin ich auch kein Experte dafür. Ich lade nur dazu ein, sich nicht nur über, wenn man sich mit Netzpolitik beschäftigt, ganz dezidiert halt auch eben Telekommunikationsinfrastrukturen und die Themen, die damit zusammenhängen, anzuschauen. Es ist erschreckend, ehrlich gesagt, wie wenig Leute das nur noch tun. Das ist wirklich so. Und das ist ein Riesenfehler, weil darauf beruht letztlich alles. Und ich warne eben davor, dass man den umgekehrten Weg geht, also aus dem, wie man weiß und kennt, wie IP und Internet funktioniert, dedizieren Rückschlüsse auf die darunterliegende Infrastruktur. Das führt zu Fehlschlüssen und Fehleinschätzungen, die dann dazu führen, dass man, egal jetzt was man erreichen möchte, nicht mit dem richtigen Instrument oder dem richtigen Argument auch durchbekommt. Davon profitieren vor allen Dingen diejenigen, die eigentlich mit dem Status quo zufrieden sind, weil sie den Geld verdienen. Wenn man sagt, das ist einem, das ärgert einen nicht, okay, dann ist das halt so, mich persönlich ärgert das politisch, mich persönlich ärgert das beruflich, weil ich die andere Seite vertrete. Insofern deckt sich das und deswegen, ich würde mich freuen, mehr Diskussionen dieser Art zu haben und vor allen Dingen auch mehr Leute kennenzulernen, die sich halt auch mit diesen Netzthemen beschäftigen, mit dieser Ebene des Netzes und darüber anfangen, wieder auch politisch zu reden, weil das fällt fast vollständig aus und es gibt es momentan bei wirklich keiner Partei hinreichende Expertise oder eine hinreichende Diskussion zu diesem Thema. Und das ist, glaube ich, letztlich auch der Grund, warum da in dem Bereich in den letzten Jahren einfach nichts mehr passiert ist und sich nichts mehr bewegt. So, wir sind so ziemlich zum Ende gekommen. Ich würde dir an einer Stelle noch widersprechen wollen. Ich glaube nämlich, dass die Debatte um Infrastruktur gerade erst losgeht. Also gerade wenn ich im kommunalen Raum gucke, fängt sie gerade, glaube ich, auch an, weil eben das Bedürfnis nach Internet, nach einer ordentlichen Versorgung gerade erst entsteht. Gut, ich danke den Referenten für eine lebhafte Diskussion, auch dem Publikum für diese Diskussion.